Ciao a tutti, come va? Wie ich euch am Montag bereits angekündigt habe, starten wir heute mit einer Übung und zwar geht es heute um den bestimmten Artikel im Italienischen. Also bestimmte Artikel, der, die, das und so weiter im Italienischen. Ich werde euch nochmal einen Link in die Videobeschreibung packen, wo ihr euch nochmal die bestimmten Artikel im Italienischen ansehen könnt. Wenn ihr das ein oder andere vielleicht vergessen habt, wie er gebildet wird, könnt ihr nochmal nachschauen. Und jetzt schauen wir uns einzelne Sätze an. Ich werde euch die Lösung nicht sagen, sondern ich werde euch sozusagen bei den Sätzen immer eine Lücke darstellen, wo ihr dann eben den bestimmten Artikel einsetzen sollt. Ich werde euch auch noch einen Link in die Videobeschreibung packen, wo ihr die Übungen schriftlich auf meiner Seite nochmal sehen könnt, wo ihr dann auch die Lösungen findet. Und ein paar dieser Übungen werdet ihr auch in der App finden, werde euch auch nochmal die App verlinken. Da könnt ihr dann wirklich solche und weitere Übungen teilweise kostenlos bearbeiten. Gewöhnt euch das auch mal an, damit ihr auch mit einer App wirklich so nebenbei einfach Übungen strukturiert einfach lernen könnt. Oder ihr macht es mit Stift und Papier, wie es euch lieber ist. Aber wie gesagt, mit einer App hat man einfach den Vorteil, dass man das einfach zwischendurch machen kann, für ein paar Minuten einfach ein paar Übungen. Und so ist es eigentlich ganz gut, dass man so mehrere kleine Einheiten im Tag verteilt, immer zwischendrin hat man immer mal Zeit, einfach so ein paar Übungen macht oder Vokabeln lernt. Und dazu sind Apps einfach wirklich wertvoll. Und ja, die App Lengo, wo ihr so einige dieser Übungen, die ich euch auch hier vorstelle, machen könnt, verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Aber fangen wir an mit den einzelnen Sätzen. Also, io leggo Punkt, 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 libro. Und ihr setzt da eben den bestimmten Artikel ein. Zweiter Satz. Punkt, 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 pasta non mi piace. Dritter Satz. Punkt, 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 spagnolo parla bene. Punkt, 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 italiano. Vierter Satz. Dov'è? Punkt, 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 mia giacca. Punkt, 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 zio di Dario è simpatico. Punkt, 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 Joghurt mi piace molto. Punkt, 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 accento del tedesco non si sente. Punkt, 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 zaino è troppo piccolo. Punkt, 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 letteratura italiana è molto interessante. Maria parla con Punkt, 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 sua amica. Io faccio Punkt, 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 doccia. Also das waren jetzt ein paar Sätze, wo ihr über den bestimmten Artikel einsetzen sollt. Es könnt ihr entweder hier direkt im Video in die Kommentare einsetzen, eure möglichen Lösungen, oder ihr macht es einfach für euch selbst, wie ihr wollt. Oder wie gesagt, in der App, da könnt ihr solche Übungen und andere Übungen auch einfach so nebenbei immer mal wieder machen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir in die Kommentare, schreibt mir eure Lösungen in die Kommentare und ich werde euch nochmal alle relevanten Links in die Videobeschreibung packen, also schaut da einfach nach. Und dann sehen wir uns nächste Woche und machen dann nochmal eine Übung zum bestimmten und zum unbestimmten Artikel. A presto ragazzi, ciao ciao!